Wenn der Strom total ausfällt, dann wird es schwierig. Schwierig auch, Rettungsdienste wie die Feuerwehr zu erreichen. Und nicht nur das. Eine Katastrophenübung hat gezeigt, dass auch die Feuerwehren selbst Mühe haben, ihre eigenen Leute aufzubieten. Ist der Strom länger als 4 Stunden weg, funktioniert das Alarmierungssystem, abhängig von Telefon und Internet, nicht mehr. Als erster Kanton rüstet jetzt Basel-Landschaft auf und schließt diese Sicherheitslücke. Georg Halter berichtet. Dieser Notsender löst das Problem. Er ist dank Batterie komplett autark und garantiert die Alarmierung auch dann, wenn die Welt stillsteht. Die Feuerwehr von Rheinach-Basel-Land ist die erste der Schweiz, die so auch für den Blackout gerüstet ist. Wenn wir einen totalen Ausfall haben, auch von den Kommunikationssystemen, sprich die Funkgeräte funktionieren auch nicht mehr, dann ist das unser letzter Notnagel, wo wir die Leute erreichen können. Und so funktioniert beim Blackout die Alarmierung. Ein Knopfdruck auf dem Notsender in der Zentrale löst den Alarm aus. Weiterverbreitet wird dieser über eine notstromversorgte Antenne. Zu Hause oder bei der Arbeit erhalten alle Feuerwehrleute im Umkreis von mindestens 5 Kilometern auf ihrem Pager den Einsatzbefehl. Auch wenn Stromnetz und Internet nicht mehr funktionieren. Analog zu Rheinach werden in nächster Zeit alle 7 weiteren Feuerwehrstützpunkte im Baselbiet ausgerüstet, so dass im Notfall der ganze Kanton abgedeckt ist. Warum handeln Sie erst jetzt? In einer gross angelegten Übung vor 2 Jahren hatten wir die Erkenntnis, dass genau diese Lücke besteht. Und die haben wir jetzt immerhin in den 2 Jahren geschlossen. Hat man da etwas geschlafen? Nein, man hat nicht geschlafen, man hat es schlichtweg unterschätzt. Die Schweizer Technologiefirma Swissphone hat das Pilotprojekt im Baselbiet entwickelt und ähnliche Lösungen auch in Deutschland oder den USA umgesetzt. Müsste da der Rest der Schweiz nicht möglichst schnell auch vorwärts machen? Es ist sicher so, dass Basel-Land jetzt als einer der ersten Kantone die Hausaufgaben gemacht hat und entsprechend Maßnahmen getroffen hat. Und die anderen Kantone werden nicht umhinkommen, sich ebenfalls gewisse Überlegungen zu machen. Früher war der Notfallsender der Feuerwehr die Kirchenglocke. Doch diese funktioniert heute vielerorts auch nur noch mit Strom.